Kapitel 3, Teil 2. Zur Erinnerung, hier die Lynchplakatwand, wie in der Reichskristallnacht mit den Juden gemacht wurde, Wucherjude, Sie erinnern sich an das Bild. So wurde ich 1993 auf dem Neusser Marktplatz ausgestellt als Wucherjude vergleichbarer Mechanismen. Wir kommen in diesem Teil zur Zeitschiene der Civica Computersysteme und Schwerpunkt Datenfernübertragung immer noch, Softwareanwendungen, Dienstleistungen, Logistik, Lieferstationen für Supply und Office Solutions. Wir erinnern uns aus dem Teil 1. Wir waren führend in der Datenkommunikation, haben also nach der nach dem Mailbox-System und in den ersten Online-Kommunikationen für PCs ein Konferenzsystem entwickelt, was vergleichbar zu den heutigen der Telekom ist. Zielgruppe, große Firmen, die viele Dienstreisen haben und sich auf diese Art und Weise zusammen im Chat ihre tagesaktuellen Dinge international als Gruppenmeeting klären können. Das war eine Innovation im Markt, die seinerzeit von uns schon unter SCO Xenix, Unix und Windows implementiert wurde. Wir haben dann eigene Datenbankentwicklungen gemacht, Finanzbuchhaltung, Aktenplan und ähnliches. Wir haben darüber hinaus Anwendungen jeglicher Art, die auf dem Weg lagen, mitgenommen und mir wurde im Zuge dieser Weiterentwicklung vom Personalwesen her, sahen wir es als Verantwortung an, auch Lehrlingsausbildung zu machen und mir wurde in diesem Zuge von der IHK nebst einem weiteren Mitarbeiter der Firma die Ausbildereignung, die fachliche Ausbildereignung zuerkannt. Wir wollen hier kurz reinschauen. Ausbildereignungsprüfung bestanden. In dem Zuge der Lynchkampagne, die seitens der Stadt Neuss, der Kreispolizei, gedeckt von der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchgeführt wurde, um meine Existenz und meine Familie völlig zu zerschlagen und die Firmen zu zerschlagen, wurde anfänglich seitens des Arbeitsamtes Mönchengladbach auch ein Verfahren gegen uns eingeleitet wegen illegaler Beschäftigung nichtdeutscher Arbeitnehmer. Das war diese Verhetzungskampagne der Stadt Neuss im Wesentlichen, Ausländerfeind und ähnliches. Wie wir hier erkennen können, war das Ganze durch das Arbeitsamt selber eingeleitet worden und wir rufen das mal hier kurz auf. Und hatte keinerlei Hintergrund, denn wie wir hier sehen können, stellte sich die Frage danach, wir hatten die Auszubildende ganz regulär bei der Stadt, bei der IHK angemeldet, vom Arbeitsamt genehmigt, durch die Stadt Neuss genehmigt. Alle Entscheidungen waren also sauber und einwandfrei.
Das war eine weitere Diffamierungskampagne. Arbeitserlaubnis lag vor, selbst vom Stadtdirektor der Stadt Neuss. Insofern war hier nichts weiter als auch wieder eine der Verhetzungskampagnen unter dem Aktenzeichen römisch 3088-7402.18 BL 492 aus 91. So. Damit sollte also im Grunde schon der Firma der Gar ausgemacht werden. Weiter ging es dann, dass die Firma im Zuge dieser Verhetzung angegriffen wurde und regelrecht vernichtet wurde. Aber dies werde ich hier im Teil 3 weiter erläutern. Das war jetzt zu der Vorgeschichte.